Mit der ketogenen Diät kann man schnell abnehmen und verschiedene gesundheitliche Aspekte verbessern. Sie hilft zum Beispiel gegen Müdigkeit und reduziert die Risikofaktoren für ein metabolisches Syndrom oder Diabetes. Wir stellen dir deshalb heute verschiedene ketogene Nahrungsmittel vor, die dir beim Abnehmen helfen können. Um von allen Vorteilen zu profitieren, ist es nicht notwendig, extreme Ernährungsveränderungen vorzunehmen. Hole dir am besten Rat bei einem Ernährungsberater. In der ketogenen Ernährung wird der Konsum von Kohlenhydraten stark reduziert. Denn durch den Kohlenhydratmangel verändert sich der Stoffwechsel und gerät in die Ketose. In der Leber werden dann Fette in Ketonkörper umgewandelt und statt der Kohlenhydrate zur Energiegewinnung genutzt. Es wird also mehr Fett verbrannt und so fällt eine Gewichtsreduktion einfacher. Frisches Fleisch enthält kaum Kohlenhydrate und ist deshalb in einer ketogenen Diät grundlegend. Frisches Fleisch enthält Vitamin B, Mineralstoffe wie Kalium und Zink, Kreatin, Taurin und Carnosin. Darüber hinaus ist Fleisch eine ausgezeichnete Quelle für Selen mit stark antioxidativen Eigenschaften. Verarbeitetes Fleisch, wie Würstchen und andere Wurstwaren, enthält viele Zusatzstoffe, die ungesund sind. Deshalb solltest du, wenn möglich, darauf verzichten. In der ketogenen Diät wird täglich ein kleines Stück Fleisch empfohlen. Du solltest es mit nur ganz wenig Öl anbraten und viel Gemüse dazu essen. Wir empfehlen auch diesen Beitrag, 4 Mixgetränke mit Obst und Gemüse zur Reinigung der Leber 2er. Ketogene Nahrungsmittel, Hühnereier. Auch Hühnereier haben eine ketogene Wirkung. Ein großes Ei enthält weniger als 1 Gramm Kohlenhydrate und weniger als 6 Gramm Protein und eignet sich deshalb perfekt in einer ketogenen Diät. Kleiner als 7.120.678 DIVINES-LOT-7.126.308-70-UNTERSTRICH-DESKTOP-UNTERSTRICH-CHENERIC-UNTERSTRICH-BOX-UNTERSTRICH-MITTEL-UNTERSTRICH-AB-STRICH-GRÖSSER-AZ-GOOGLE-TAG CMD-PUSH-FUNCTION-GOOGLE-TAG-DIVINES-LOT-7.126.308-70-UNTERSTRICH-DESKTOP-UNTERSTRICH-CHENERIC-UNTERSTRICH-BOX-UNTERSTRICH-MITTEL-UNTERSTRICH-AB-376-286-306-Zweihundertachtzig-dreihundertfünfzig-DIVG-PTAD-1506-339-1743-1217-0
Zetkelepsemptidiv tru, et service Google Tech, Pubats Google Tech, Pubats, Gelepsemptidivs Google Tech, Enabled Services Google Tech, Display DIV GPTAD 15130946906767-0. Lange hatten Hühnereier einen schlechten Ruf. Doch insbesondere das Eigelb enthält wichtige Vitamine A, B9, B12, E, E und K sowie essentielle Mineralstoffe wie Eisen. Darüber hinaus können damit Symptome des metabolischen Syndroms und Insulinresistenz gelindert werden. Noch ein interessanter Artikel: Warum werden Hühnereier mehrmals wöchentlich empfohlen? 3. Ketogene Nahrungsmittel. Olivenfrisches Fleisch enthält kaum Kohlenhydrate und ist deshalb in einer ketogenen Diät grundlegend. Verarbeitetes Fleisch, wie Würstchen und andere Wurstwaren, enthält viele Zusatzstoffe, die ungesund sind. Deshalb solltest du, wenn möglich, darauf verzichten. In der ketogenen Diät wird täglich ein kleines Stück Fleisch empfohlen. Du solltest es mit nur ganz wenig Öl anbraten und viel Gemüse dazu essen. Wir empfehlen auch diesen Beitrag: 4 Mixgetränke mit Obst und Gemüse zur Reinigung der Leber. Auch Hühnereier haben eine ketogene Wirkung. Ein großes Ei enthält weniger als 1 Gramm Kohlenhydrate und weniger als 6 Gramm Protein und eignet sich deshalb perfekt in einer ketogenen Diät. Noch ein interessanter Artikel: Warum werden Hühnereier mehrmals wöchentlich empfohlen? Auch Oliven dürfen in dieser Liste nicht fehlen, denn sie enthalten nur 0,2 Gramm Kohlenhydrate pro Stück, die in Form von Ballaststoffen vorhanden sind. Oliven liefern Vitamin E, Eisen, Kupfer und Calcium. Darüber hinaus sind sie reich an Antioxidantien U, A, Oleuropein, Hydroxyterosol, Tyrosol, Ölsäure und Quercetin, die oxidative Zellschäden im Organismus reduzieren und bakterielle Infektionen bekämpfen. Oliven helfen auch in der Regulierung des Cholesterinspiegels und reduzieren den Blutdruck. Eine Knoblauchzehe enthält nur 0,99 Gramm Kohlenhydrate. Die weiße Knolle aus der Lauchgattung glänzt jedoch durch den Wirkstoff Allicin, der entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften aufweist und deshalb gegen verschiedene Krankheiten, auch Gehirnkrankheiten, schützt. Darüber hinaus handelt es sich um eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin B6, Mangan, Selen und Vitamin C. Würze deine Speisen mit Knoblauch. Am besten roh. In einer kohlenhydratarmen Ernährung sind ausreichend Ballaststoffe sehr wichtig. 100 Gramm Zartbitterschokolade, 70-85% Kakaoanteil, liefern rund 11 Gramm Ballaststoffe. Die Antioxidantien und Ballaststoffe der dunklen Schokolade fördern die Verdauung. Darüber hinaus weiten die darin enthaltenen Flavonoide die Blutgefäße und fördern so die Durchblutung. Der Blutdruck wird in der Folge reduziert. Außerdem kann mit dieser Schokolade das gute Cholesterin verbessert werden. Zartbitterschokolade enthält auch Mangan, Kupfer, Eisen und Magnesium. Achte beim Kauf darauf, dass die Schokolade keine Zuckerzusätze und nur wenige Kohlenhydrate enthält. Schokoladeliebhaber werden sich freuen. Bitterschokolade, 10 Gesundheitsvorteile. 6. Ketogene Nahrungsmittel. Mandeln. Mandeln enthalten pro 100 Gramm nur 7 Gramm Kohlenhydrate. Außerdem wirken sie stark sättigend. Du benötigst nur eine kleine Menge, um deinen Appetit zu befriedigen. Ersetze damit ungesunde Snacks am Vormittag. Mandeln liefern auch Vitamin E, Kupfer und Riboflavin, welche die Energieproduktion fördern.
Doch das ist noch nicht alles. Diese Trockenfrüchte zeichnen sich auch durch Magnesium und Kalium aus. Zwei wichtige Elektrolyte, die in einer ketogenen Ernährung grundlegend sind. Mandeln sollten deshalb in einer ketogenen Diät nicht fehlen. Übertreibe damit jedoch nicht. Mit ungefähr 20 Gramm pro Tag kannst du unkontrollierte Zuckerspitzen verhindern. Noch ein interessanter Artikel, 5 Möglichkeiten, Mandeln in der Hautpflege einzusetzen. 7. Ketogene Nahrungsmittel. Avocado in einer kohlenhydratarmen Ernährung sind ausreichend Ballaststoffe sehr wichtig. 100 Gramm Zartbitterschokolade, 70-85% Kakaoanteil, liefern rund 11 Gramm Ballaststoffe. Achte beim Kauf darauf, dass die Schokolade keine Zuckerzusätze und nur wenige Kohlenhydrate enthält. Schokoladeliebhaber werden sich freuen. Bitterschokolade, 10 Gesundheitsvorteile. Mandeln enthalten pro 100 Gramm nur 7 Gramm Kohlenhydrate. Außerdem wirken sie stark sättigend. Du benötigst nur eine kleine Menge, um deinen Appetit zu befriedigen. Ersetze damit ungesunde Snacks am Vormittag. Mandeln sollten deshalb in einer ketogenen Diät nicht fehlen. Übertreibe damit jedoch nicht. Mit ungefähr 20 Gramm pro Tag kannst du unkontrollierte Zuckerspitzen verhindern. Noch ein interessanter Artikel, 5 Möglichkeiten, Mandeln in der Hautpflege einzusetzen. 100 Gramm Avocado enthalten nur 2 Gramm Kohlenhydrate. Doch diese Frucht ist reich an wertvollen Nährstoffen und deshalb in einer ketogenen Ernährung sehr vorteilhaft. Diese ketogenen Nahrungsmittel solltest du regelmäßig in deine Ernährung einbauen. Du kannst damit deine Lieblingsrezepte zubereiten. Vergiss nicht, ausreichend Wasser zu trinken, um deine Ernährung optimal zu ergänzen.